Dann hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den SC Paderborn. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite die beiden Trainer vom SC Paderborn, Lukas Kwasniok, genauso wie unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und wie immer, das erste Wort zum Spiel gebührt dem Gästecoach, Herr Kwasniok. Ihr Fazit bitte. Ja, vielen Dank. Glückwunsch an den FC Heidenheim und an Frank und sein Trainerteam. Ich finde auch in dieser Höhe ein absolut verdienter Sieg. Ein relativ leichtes Spiel, unterm Strich gesehen, für den FC Heidenheim, weil sie heute auf einen sehr, sehr pomadigen Gegner getroffen sind. Wir konnten von Beginn an gar nicht ins Spiel finden. Das war das erste Mal, dass ich in der Saison zur Halbzeitpause auch richtig laut werden musste, weil ich keinen anderen Ausweg gesehen hatte. Normal arbeiten wir da eher inhaltlich, aber wenn du weißt, was auf dich zukommt hier in Heidenheim und dann trotzdem auf einmal überrascht bist, dass sie dich auf gut Deutsch gesagt auch wirklich auffressen können, wenn du dich dem nicht entziehen kannst und wenn du da nicht dagegen hältst. Und deswegen war ich dann laut und dann war es 20 Minuten, 25 Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit ein Ticken besser. Aber es war halt schon schmeichelhaft, dass wir nur 0-1 hinten lagen zur Halbzeit. Und in dieser Phase hätte auch glücklich irgendwie mal ein Tor fallen können für uns. Aber so dieses Gefühl hatte ich eigentlich nie. Ich glaube, bei dem Ergebnis und bei der Leistung wäre es auch vermessen, jetzt über einen Punkt zu sprechen. Ganz klar, Heidenheim war die deutlich bessere Mannschaft. Die haben uns weggehaucht, fast schon. Und deswegen haben wir heute gesehen, dass wir eben keine Spitzenmannschaft sind. Denn das wird uns zwar immer wieder so in so nahegelegt und in den Mund gelegt, aber es gibt Attribute im Fußball wie Spiel auf dem zweiten Ball, sich im Mann-gegen-Mann-Duell zu behaupten und vor allem dauerhaft eine hohe Laufbereitschaft und Intensität zu haben. Und man muss sich einfach nur die Fakten anschauen. Ich bin kein Freund von Zweikampfwerten und Laufleistungen, aber wenn du 9 Kilometer weniger läufst als Heidenheim, dann hast du hier keine Chance. Wie gesagt, vielen Dank und Glückwunsch nochmal an Heidenheim. Dankeschön, Frank. Dein Fazit bitte. Ja, erstmal danke, Lukas, für die Glückwünsche. Im Prinzip ist alles gesagt. Ich denke, wir haben eine überragende Leistung heute gezeigt. An einem Punkt möchte ich ihm widersprechen. Es war nicht, aus meiner Sicht nicht relativ leicht, sondern wir haben da unheimlich viel dafür getan, dass Paderborn, die so eine hohe Qualität in der Offensive haben, im Prinzip heute nicht zur Geltung gekommen ist. Von der ersten Sekunde an ein herausragendes Pressing. Wir waren bereit, diesen Mix zu finden zwischen kompakter eigener Hälfte, aber immer wieder auch Paderborn unter Druck zu setzen. Sie haben sehr viele oder einige Ballverluste gehabt in der ersten Halbzeit, weil wir einfach nach vorne verteidigt haben. Das habe ich der Mannschaft gesagt, stehen bleiben, auch wenn wir ein paar Stoppschilder aufstellen wollten. Die sollten aber für den Gegner hauptsächlich gelten. Das ist keine gute Idee, sondern wir wollen nach vorne verteidigen. Wir wollen ins Gegenpressing gehen. Wir wollten dann schnell umschalten, haben dann verdient geführt zur Halbzeit. Klar, dass das Paderborn, dass der Lukas die Möglichkeit hat, in der Halbzeit ein paar Dinge zu verändern. Eben die Möglichkeit, die wir Trainer haben, dann in der Halbzeit auf unterschiedliche Art und Weisen eine Mannschaft dann zurückzubringen. Das war wichtig dann, dass wir dann in der Phase, wo Paderborn natürlich die Chance hat, dann zurückzukommen, aber wir weiter sehr gut verteidigt haben. Und letztendlich, man kann das erste Tor nehmen, man kann das zweite Tor nehmen, als wir nicht abschalten, den Ball nochmal klauen, nochmal durch Adrian Beck perfekt in die Mitte geben. Man kann das dritte Tor nehmen. Das sind die Dinge, die wir trainieren, die so wichtig sind, Balleroberung. Und Christian Kühlwetter, freut es mich am meisten, so einen Ball rüber zu spielen auf Niklas Beste, der dann seinen Doppelpack schnürt. Also ich könnte viele Komplimente verteilen. Die Mannschaft hat ein überragendes Spiel gemacht, hat sich belohnt mit 3 Punkten gegen sehr starken Gegner, letztendlich gewonnen. Aber wie es Lukas auch sagt, das ist jetzt ein Spiel. Wir haben letzte Woche einmal gefühlt, müssen wir für irgendwas entschuldigen. Wenn ich da mitbekommen habe, was da teilweise über die Mannschaft, über uns hergebrochen ist, dann muss ich sagen, pfui. Und heute haben wir einfach wieder unser Heimgesicht gezeigt und verdient gewonnen. Jo, Lukas, euch auch alles Gute für den weiteren Verlauf. Eine schöne Pause und bis zum Rückspiel. Danke, Frank. Und dann gibt es Fragen. Timo Lemmert für die Allner Nachrichten macht den Anfang. Bitteschön.
Ja, Frank, Glückwunsch zum Sieg. Du hast umstellen müssen. Tim Kleindienst konnte ja nicht spielen. Hast du Moller nach vorne gepackt und dann hast du Teuerkauf, er hat sein Startelf-Debüt gegeben. Vielleicht mal einen Satz zu ihm und was für Gedankengänge bei dir dahinter stehen. Gut, da sage ich jetzt was dazu. Ich habe gesagt, alle haben eine gute Leistung gebracht, aber es war eben ein Wechsel. Erstmal war so, dass klar war, dagegen hat er mit Platte nochmal zusätzlich noch einen Stürmer auch noch gebracht. Deswegen war ich froh, dass wir haben oft im 4-1-4-1 gespielt mit 5 Offensiven, 5 Defensiven. Eben einen Offensiven, der Tim durfte ja nicht, dann durch einen defensiveren Mittelfeldspieler zu ersetzen, der Erfahrung hat, der auch mal, ja, auch mal ein Statement auf dem Platz in verschiedenen Art und Weisen dann auch geben kann, zusammen mit Lennon Maloney. Top gespielt auf der 6er Position und ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ja, dann einen Offensiven zu opfern und dann einen zusätzlichen Abräumer vor der Viererkette zu bringen. Dominik Florian, Heidenheimer Zeitung, bitteschön. Hast du eigentlich immer so spät gewechselt? 87. Minute die ersten Wechsel erst, dann natürlich auch irgendein Zeitspiel immer häufiger, aber war alles so gut, dass man keinen rausnehmen konnte? Ich wechsle immer pragmatisch oder versuche es zumindest. Und im Endeffekt ist so, wen hätte ich denn rausnehmen sollen? Man hört hier Superlative, da überragend, dann wechselt man ja keinen aus. Und deswegen war das ein ganz klares Statement auch für die Mannschaft, die begonnen hat. Die hat es so gut gemacht, ich habe überhaupt nicht gesehen. Wie gesagt, die Statistiken kenne ich, 9 Kilometer ist viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir mit der gleichen Truppe fast durchgespielt haben. Aber hinten raus natürlich nochmal auch dem einen oder anderen das Signal geben, dass es trotzdem wichtig ist, dass wir als Mannschaft funktionieren, dass eben nicht nur die 11 sind, weil es in der englischen Woche, am Mittwoch geht es gegen Sandhausen, in Sandhausen, die gestern für mich ein richtig gutes Spiel gemacht haben, auf dem vorletzten Tabellenplatz überhaupt nicht einen Anschein gezeigt haben, irgendwie, dass die verunsichert sind oder eine schlechte Mannschaft sind, sondern das wird eine riesen Herausforderung, immer zweite Liga, egal gegen wen du spielst, und deswegen ist ja auch wichtig, das Signal zu geben, wir können nicht nochmal mit der gleichen Mannschaft so einen Aufwand betreiben, auch wir nicht, auch wenn wir unkaputtbar sind. Da ist es wichtig, dass der ein oder andere dann bereit ist für dieses Spiel. Und deswegen, ja, klar, wenn man dann führt, nimmt man nochmal Zeit von der Uhr. Will aber auch zeigen, es ist trotzdem am Ende des Tages, auch wenn heute 11 Spieler sehr lang durchgespielt haben, der Niklas Beste 2 Tore gemacht hat und der Teuer sein Startelf eingesetzt hat, es ist immer am Ende ein Produkt von dem, was die Mannschaft unter der Woche zeigt. Und deswegen heute mal ein bisschen später, aber das wird wahrscheinlich immer so sein. In der letzten Reihe, kurz Name und Medium dazu bitte. Frank Beinecke von der Neuwestfälischen Paderborn. Herr Kwasniok, wie überrascht sind Sie auch, dass Ihre Mannschaft dann heute dieses Gesicht gezeigt hat, ja, was man ja eigentlich von der Mannschaft überhaupt nicht gewohnt ist? Und haben Sie schon Erklärungen dafür, warum dann in der ersten Halbzeit die Präsenz fehlte? Ich bin nicht überrascht, ich bin enttäuscht. Du weißt, was auf dich zukommt und dann trotzdem nicht den Hauch einer Chance hast, dann muss man schon auch sagen, wir müssen uns halt ein wenig mal im Zwicken aufwachen und wir tun gut daran, dass wir uns eben nicht immer nur über den fußballerischen Ansatz definieren, sondern wir müssen dagegenhalten. Es ist offensichtlich, dass wir auf St. Pauli Probleme hatten gegen eine Mannschaft, die uns sehr, sehr hoch angelaufen hat, die uns wehgetan hat. Heute hier in Heidenheim, aber auch in der vergangenen Saison schon auch gegen Mannschaften, die einfach mit viel körperlicher Wucht dann dagegen agieren, da tun wir uns schwer. Das war auch im Heimspiel gegen Darmstadt so, und deswegen, das sind Punkte, an denen wir arbeiten müssen. Insofern bin ich enttäuscht, aber nicht überrascht. Dann zum Personal noch Maxi Rohr. Ist in Paderborn geblieben. Wie ging es Ihnen denn am Freitag und warum ist Tobi Müller zu Hause geblieben? Ja, dem Maxi ging es nicht so gut, sonst wäre er ja dabei. Und beim Tobi war es so, dass er nach dem Abschlusstraining gesagt hat, dass sein Knie ein paar Spazenzien macht und hat wahrscheinlich irgendwie so eine Kniereizung und insofern war dann Kai Klefisch mit dem Kader. Und wie froh sind Sie jetzt, dass es gleich am Dienstag weitergeht? Haben wir noch gar keine Gedanken gemacht. Erstmal bin ich wirklich schon auch irgendwo fast schon wütend. Wir sind jetzt schon ein paar Kilometer nach Hause fahren und heute fliegen wir sogar, aber das macht es auch nicht besser. Und dann müssen wir einfach sacken lassen. Und dann schauen wir mal, dass wir die Jungs aufrichten, aber das wird erst ab morgen passieren. Gibt es sonst noch Fragen hier aus der Runde? Nicht da, oder doch noch? Hier vorne, Timo Lemmer hat eine Nachricht nochmal, bitte. Bist du froh, dass ihr am Mittwoch auch schon wieder spielt, weil ihr jetzt Dritter seid, oder dürfen die Jungs das jetzt auch ein bisschen genießen?
wir nehmen es an, wie es ist. Wir haben ja keine andere Möglichkeit, so ist der Spielplan. Wir haben gewusst, am Ende der Vorrunde ist eine englische Woche. Ob das gut oder schlecht ist für einen Lukas und SC Paderborn oder für uns, das wissen wir am Mittwoch nach dem Spiel oder am Samstag dann nach dem Spiel. Wenn ein Spielplan angesetzt ist, spielen wir. Und ich habe es der Mannschaft eben auch gesagt. Jeder weiß, wir sind da sehr ehrlich, auch mit der letzten Woche. Das war enttäuschend, aber es war alles andere als eine schlechte Leistung. Das tut es dann in dem Moment sehr weh, aber das Entscheidende ist ja, was machst du da draus? Und die Reaktion war heute überragend und deswegen, die Jungs dürfen heute selbstverständlich feiern. Das gehört dazu, aber der eine oder andere hat gehofft, dass der Trainer sagt, morgen ist frei. Dem ist nicht so, weil wir am Mittwoch eben wieder spielen und man darf nicht vergessen, heute in einer Woche, da haben wir ganz lange frei und deswegen ziehen wir unser Ding jetzt durch diese Woche. Ansonsten gibt es hier aus der Runde keine Frage. Dann übergebe ich jetzt noch mal kurz an den Kollegen Matthias Hack in der letzten Reihe mit zwei Nachfragen aus Paderborn. Bitte schön. Ja, Markus, danke schön. Das Westfälische Volkspark konnte sich nicht auf den Weg nach Heidenheim machen, hat aber trotzdem durch Peter Klute zwei Fragen eingereicht. Herr Kwasniok, hätten Sie beim Zweikampf zwischen Föhrenbach und Conte in der 38. Minute auf Elfmeter entschieden? Ich habe nur gesehen, dass Conte ein bisschen eher am Ball war, zum Kopfball geht, aber in dem Moment habe ich mich kurz aufgeregt. Ich glaube, im Mittelfeld wird sowas gepfiffen, aber wenn ich auf der anderen Seite so einen Elfmeter gegen mich gepfiffen hätte, wäre wahrscheinlich auf den Schiri los. Insofern schon alles gut. Also wir müssen heute jetzt nicht über irgendwelche Elfmeterentscheidungen diskutieren, sondern vor allem an die eigene Nase fassen. Ja, Stichwort eigene Nase, in die Richtung geht die zweite Frage. War das die schlechteste Saisonleistung und welche Erklärung haben Sie, dass offensiv gar nichts klappte? Ja, und ich habe noch keine.